Ich begrüße Sie zu einem neuen Techniktipp der Firma NSI und möchte die nächsten Minuten mal dazu nutzen, Ihnen die neue Benutzeroberfläche der aktuellen Mastercam 2017 näher zu bringen. Die neue Oberfläche orientiert sich an den Microsoft Office Produkten. Also wer Word kennt, PowerPoint kennt, wird sich hier in Mastercam auch schnell zurechtfinden. Ich habe im oberen Bereich eine Menüleiste, setzt sich aus verschiedenen Symbolen zusammen, Datei neu, speichern, öffnen, drucken, speichern unter, Zip2Go und Ando und Redo. Des Weiteren gibt es Registerkarten, wie im Word oder im PowerPoint auch, die mit möglichen Anwendungen bestückt sind. Hier beispielsweise Drahtmodell, der ganze Konstruktionsmodus, Flächen, Flächenerzeugung, Solid- und Volumenmodellierung, die Bemaßung, das Transformieren, Kopieren, Rotieren und dergleichen, die Maschineneinstellungen, Drehen, Fräsen, Draht erodieren, meine Ansichten, meine möglichen Werkzeugwege hier zu sehen für das Fräsen, unterteilt in 2D, 3D und Mehrachsen. Diese einzelnen Registerkarteneinträge kann man jetzt zu Galerien aufschalten durch Anwahl des Pfeiles, sowohl für den 2D-Bereich als auch für den 3D-Bereich, hier unterteilt in Schruppen und Schlichten und im Mehrachsbereich ebenfalls in 5 Achsen, Strategien und Applikationen. Neue Leisten befinden sich auch hier am oberen Bildschirmrand, meine Auswahlleiste. Und am rechten Bildschirmrand, von den meisten schon gewohnt, die Schnellselektionsleiste. Im unteren Bereich kann ich meine Koordinaten anwählen bzw. auf Ebenen zurückgreifen und Drahtmodellkonfiguration aktivieren. Über die Startseite habe ich Möglichkeiten, meine Linienarten, Linienbreiten einzugeben. Meine Farbeinstellungen, Drahtmodellfarbe, Solidfarbe und die Flächenfarbe und auch hier die Konstruktionshöhen und auch Layer zu aktivieren. Im oberen Bereich befindet sich eine Menüleiste. Hier kann ich Symbole platzieren. Also da sind schon Symbole mit drin, die bereits beim Installieren aktiviert werden. Das Datei neu erzeugen, speichern, speichern unter. Hier finden Sie im Übrigen auch Ihre zuletzt gewählten Dateien wieder, Ihre Projekte, an denen Sie gearbeitet haben. Durch Aufschalten des Pfeiles kann ich hier meine letzt gewählten Dateien sichtbar machen. Mit Bildern, beziehungsweise auch hier mit Datenfaden zu sehen. Okay. Des Weiteren befinden sich das Drucken hier oben, das Speichern unter, die Zip2Go-Datei und das Ando und Redo. Wie bekomme ich hier oben neue Symbole mit rein? Eine Möglichkeit, gewohnte Symbole hier oben mit zu platzieren oder Anwendungen, die Sie oft nutzen, als Symbole dort oben zu speichern. Über die rechte Maustaste bzw. hier über diesen schwarzen Pfeil kann ich das einmal aufschalten und mit weiteren Befehlen bestücken. Weitere Befehle wähle ich an. Ich kann mir nun in die Schnellzugriffsleiste Symbole mit einbauen. Das ist bereits oben enthalten und ich suche mir links Befehle aus, kann das Band aufschalten, Befehle aussuchen und hier beispielsweise über das Modellieren Einträge wählen. Ich nehme jetzt mal das Baugruppe Zerlegen mit rein, Zerlegen anwählen, hinzufügen und dieser Eintrag erscheint jetzt hier in diesem Menüband. Als weiteres würde ich nochmal einen zweiten Eintrag mit dazu nehmen, die Ansicht, hier würde ich vielleicht Bildschirm anpassen, mit als Symbol aktivieren. Hinzufügen und einmal mit OK bestätigen. Meine beiden neuen Symbole müssen nun hier oben als weitere Symbole mit auftauchen. Das ist eine einfache Möglichkeit, um hier mögliche Anwendungen über ein Symbol dauerhaft zu platzieren. Denn die Symbolleisten, wie wir sie früher kennen aus älteren Versionen, gibt es hier nicht mehr. Eine weitere Möglichkeit ist, innerhalb der Registerkarten, Drahtmodell, Flächen und so weiter, können Sie hier einzelne Gruppen nochmal abbilden oder aktivieren. Will ich Ihnen mal kurz zeigen am Beispiel der Werkzeugwege. Ich möchte hier nochmal separat mir eine Gruppe anlegen,
mit möglichen Anwendungen. Auch hier rechte Maustaste in das Feld reinklicken und Sie können das Menüband einmal anpassen. Menüband anpassen, das ist bereits in den einzelnen Einträgen enthalten, Ihre Startseite, Drahtmodell, Flächen und so weiter. Über die Haupteinträge können Sie wählen, innerhalb welcher Gruppe möchten Sie was ändern. Ich möchte hier mal auf die Werkzeuge klicken. Beim Fräsen, innerhalb der Fräsenwerkzeuggruppe, möchte ich einen neuen Eintrag setzen. Und über die Option Neue Gruppe kann ich mir hier eine neue Gruppe aktivieren. Diese werde ich einmal umbenennen. Rechte Maustaste umbenennen und sie so benennen, wie halt auch meine Anwendung heißen soll. In dem Fall möchte ich dynamische Fräswege hier platzieren und einmal Dynamic Motion. So würde ich jetzt meine Gruppe einmal umbenennen. Okay. Das Ganze erscheint hier in Klammern Custom, das heißt von den Anwendern angelegt. Und hier möchte ich jetzt Symbole praktisch behalten. Die würde ich mir hier links raussuchen aus den Befehlen. Da würde ich direkt suchen nach Fräsenwerkzeugwegen und mir alle dynamischen Fräswege gut zu erkennen mit dem roten Symbol, weißen Pfeil, der Reihe nach hier anwählen, hinzufügen, in die Gruppe reinschieben, dynamisch ebenfalls, planen ebenfalls und die 3D-Option, dynamische Schruppen ebenfalls aktivieren. Hinzufügen und einmal mit OK bestätigen. Nun müssten hier oben, oder wir sehen hier oben im Bereich der Dynamic Motion Funktion, unsere neu angelegten Fräswege, die wir durch einen Mausklick direkt aktivieren könnten. Das Entfernen ist genauso problemlos, auch wieder mit der rechten Maustaste, Menüband anpassen. Sie wählen Ihre Werkzeug-Einträge wieder aus, Fräsen. Und die Dynamic Motion Funktion wird einfach nur einmal mit allen Symbolen entfernt. Okay? So können Sie jederzeit Einträge hinzufügen, entfernen oder vervollständigen mit neuen Symbolen. Eine weitere Möglichkeit wäre das Kontextmenü. Auch hier können Sie Symbole oder mögliche Anwendungen platzieren. In dem Bildschirm rechte Maustaste anklicken, sehen Sie hier Ihr Kontextmenü. Im oberen Bereich gibt es eine Mini-Symbolleiste, dazu später mehr. Wie bekomme ich hier die Einträge mit rein? Auch hier einfache Möglichkeit, Sie wählen in dem oberen Bereich rechte Maustaste an, passen Ihr Menüband ebenfalls an und hier können Sie nun über das Kontextmenü verfügen, das heißt, Sie können die aktuellen Einträge sehen und jederzeit neue Einträge einfach hier aus der Kategorie sich Einträge auswählen. Als Beispiel jetzt mal unter den Geometrieeinstellungen nehme ich mir mal die Silhouettenbegrenzung mit dazu. Silhouettenbegrenzung finde ich ganz unten. Und durch Hinzufügen erscheint die Silhouettenbegrenzung im Kontextmenü. Als weiteren Eintrag würde ich nochmal das Transformieren mit dazu nehmen, das X-Form-Menü hier mal als mögliche Variante dynamisches X-Form auswählen und ebenfalls hinzufügen. Dann habe ich die beiden hier mit dran. Die Reihenfolge können Sie natürlich durch gedrückte linke Maustaste einfach durch Verschieben innerhalb des Kontextmenüs ändern und so die Reihenfolge jederzeit anpassen. Okay, und auch hier überprüfen Sie das Ganze, rechte Maustaste in den Bildschirm reinklicken und Sie sehen, hier im unteren Bereich sind meine Funktionen zu finden. Das soll erstmal reichen für den ersten Bereich. Weitere Einstellungen folgen in weiteren Techniktipps.